Vier Mädchen, der Vater war Lehrer hier im Nordstrasse-Schulhaus. Das hat es jetzt mal in dem Fall auch schon gegeben? Ja, ja. Ja, das hat es schon gegeben. Und ich bin ins Rosengarten-Schulhaus, das ist nicht mehr. Also Ihre ersten Erinnerungen an Wipkingen, Ihre frühesten Erinnerungen? Da hat es gar keine Häuser gehabt, da unten. Und da sind auch mit Kühen da, haben da geweidet da unten. Das weiss ich noch gut. Also ist es sehr ländlich gewesen? Ja, es war mehr ländlich gewesen da noch. Tante Marili, dir mache ich jetzt Pfefferminztee, weißt du, trinken muss man, gell? Ah, so, ja. Man sollte trinken. Aber dann hat es Ihnen immer gefallen, zu Wipkingen? Ja, ich bin da eben aufgewachsen und ich bin gerne da gewohnt. Ja. Sind Sie auch mal weiter weg? Sind Sie auch mal gereist? Oder sind Sie immer da gewesen? Ja, ich bin dann einmal nach Paris für die Firma. Ich habe bei Escher Weiss geschafft auf dem Büro. Und dann habe ich mich versetzen lassen. Als Erste bin ich ins Ausland, habe ich ins Ausland gehen können, nach Paris. Das war dann schon etwas gewesen. Wann war das? Ja. Ungefähr? Ja, ich sehe nicht mehr. Ich war etwa so 20er, 30er Jahre, irgendwie so. Wie alt bist du hier? Ja, als ich auf Paris war, bin ich etwa 20. Ja, dann ist es 1920. Ja. Was sind so Ihre Lieblingsplätze hier zu Wipkingen? Wo sind Sie am liebsten gewesen? Oder gehen Sie am liebsten her? Ich bin ja mit da zum Baumen Vogel runtergegangen. Der Baumen Vogel war so ein Laden, wo man alles kaufen konnte. Da bin ich gerne schauen. Wo war der? Ja, das ist halt nicht. Es ist ein bisschen weiter von hier weg. Ja. Dort gegen die Wimmet oben. Ja. 110 Jahre werden Sie nächstes Jahr. Das ist ja unglaublich. Wie wird man so alt? Ja. Einfach normal leben und eine gute Gesundheit haben. Das ist natürlich wichtig. Ich war nicht viel krank. Also, ja, was man so hatte, hat die Kinder krankert, aber... Und alleine noch wohnen oder in der eigenen Wohnung noch wohnen, das ist auch etwas ganz Spezielles in dem Ja, Moment. Immer noch in der gleichen Wohnung. Wie sieht jetzt heute so Ihren Tagesablauf aus? Was machen Sie jetzt? Ah, jetzt? Ja. Jetzt nehme ich es gemütlich. Ich meine, ich koche noch und... Dann muss ich wieder abwaschen und dann höre ich wieder Fernsehen oder Radio. Oder dann einfach ein bisschen sitzen und ein bisschen nachstudieren. Aber es drückt mich, Sie sind sehr jemand zufrieden. Ja. Ja, das schon. Wenn man nicht zufrieden wäre, dann wäre es nicht so gut. Und was kochen Sie am liebsten? Ja, ich kann alles gerne. Ich tue ein bisschen abwechseln. Nicht immer das Gleiche. Ja, da haben wir noch Seegfröhrni von 1927. Ah, Seegfröhrni. Ja. Das
Sind Sie auch Schleifschühnle? Ja, ja, sie ist da auch noch drauf. Das bist du, oder? Mit deiner Schwester? Ja, das bin ich mit der Schwester. Da sind wir auf dem See. Mit welcher Schwester von diesen drüne? Ja. Ist meine Mutter drauf, oder? Ist das Berti gsi? Das ist Berti, ja. Dann haben Sie ein paar Seegefröhrchen miterlebt, die von 19... Wann war die andere? Ich glaube, zweimal. Ja, eine mag ich mich auch erinnern. Ja. Magst du dich noch erinnern? Eine bin ich auch auf dem See, ja. Und ich weiss, es hat damit so Einbrüche gegeben. Und die waren abgesperrt, gewesen, dass man nicht hätte können. Es wäre ein bisschen gefährlich gewesen. Sie haben das aber immer schön eingehagert. Dann hat man nicht können dort. Mein Vater hat erzählt, dass er einen Maroni-Stand hatte. Und er hatte so viel geheizt, dass das Eis geschmolzen ist unter seinem Stand. Und dann sei er runter mitsamt mit seiner Einrichtung. Was ich lustig finde, das ist, wo sie das erste Mal sind, fliegen. Ah, ja, da sind wir. Le Bourget. In Le Bourget sind wir fliegen. Alle, die ganze Familie dort, mit deinen Schwestern. Und das war eine offene Kabine. Darum mussten sie so Mäntel anlegen und Schutzbrille. Ja, man musste so Mäntel anlegen. Ja, das weiss ich noch. Aber das war in dem Fall schon auch noch eine abenteuerliche Zeit. Ja, 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 ja. Es war etwas Extras. Ich habe immer die Männer zuerst kennengelernt von meinen Schwestern. Ah, oh, ja. Ja. Und dann haben ihre Schwestern ihnen die Männer weggeschnappt. Ja, ja, mir war es gleich. Ich war nicht traurig. Ich hatte es dann als Schwager. Aber sie sind immer ledig geblieben. Ja, ja, ja. Da ist gerade noch der Vater. Sie haben uns ja noch erzählt, oder Herr Kohler erzählt, sie täte dann noch Klavier spielen. Nein. Ich spiele jetzt noch. Das mache ich. Die Hände beweglich und die Finger, gell? Ja, ja. Und der Kopf, ich muss mich ein bisschen anstrengen. Da müssen Sie noch den eleganten Kinderwagen anschauen. Ja, das war meine Klavierlehrerin. Und die hat Zwillinge gehabt. Mit denen bin ich auch spazieren. Mal habe ich es, glaube ich, ausgeleert. Ich musste ein Trottoir runter. Und da habe ich gedacht, oh, da musst du aufpassen. Und die Kinder sind rausgefallen. Und die habe ich schnell wieder zusammengelesen. Das hat ihnen nichts gemacht, zum Glück. Ja, das weiss ich noch. Aber Sie sind wahrscheinlich recht verschrocken. Ja, ja, ich bin furchtbar verschrocken. Können Sie denken, da zwei so kleine, einfach am Strassenrand. Ja. Ja, ja, das ist Frau Grisch mit ihren Zwillingen. Sitz ist ja praktisch jeden Tag einmal her, oder? Ja. Welche sind deine Lieblingsnoten? Ja, die da? Ja.